Ein neuer Tag, neues Glück hier bei Plants vs. Zombies 2, It's About Time. Wir versuchen jetzt nochmal Level 12 und ich hoffe, heute klappt es etwas besser. ich glaube, ich muss einfach viel entspannter an die Sache rangehen. Ja. Zur Not kann ich ja auch meine Rasenmäher einsetzen, das ist mir gestern irgendwie gar nicht eingefallen. Verliere nicht mal 6 Pflanzen, ja, das war ein kleines Problem. Aber ich denke, also, wir versuchen das nun mal folgendermaßen. Ich brauche die Uhrzeit. Wir nehmen einfach mal Dinos. Und ich werde den Parfümpilz benutzen. Auch wenn der als Verlust einer Pflanze gilt. Aber ich glaube, es ist gut, besonders am Anfang die Dinos auf meine Seite zu kriegen. Denn hauptsächlich wurden die Pflanzen wegen der Dinos gefressen. Und wenn ich die Dinos auf meine Seite bringe, dann helfen die mir A, gegen die Zombies zu kämpfen. Und B, die Zombies werden nicht weiter nach vorne befördert, um meine Pflanzen zu fressen. So, was können wir noch mitnehmen? Wir haben das. Vielleicht eine Wintermelone. Zum Einfrieren der ganzen Leute, der ganzen Zombies. So, ansonsten, ich weiß es nicht. Man könnte vielleicht auch mal versuchen, hier mit dem Vergrößerungsgras was auszuprobieren, da man dort ja selber angreifen kann, was manchmal ganz praktisch sein kann. Man braucht halt nur genug Sonnenlicht vorher, was manchmal ein Problem ist. Vielleicht noch den Magneten. Wo ist er? Ich hatte ihn doch eben gesehen. Hä? Bin ich jetzt blind? Da. Ja, ich bin blind. Okay. Ja, die Nutzung von Parfümpilz ist ein Verlust. Das ist mir bewusst. Aber diesmal ist das hoffentlich... Okay, ich gehe jetzt ganz entspannt an die Sache ran. Der erste Zombie, der, und ich kümmere mich jetzt nicht hier unten drum, denn ich glaube, es kommt nur einmal dieser Flugzombie, der Pterodactyl, am Anfang. Das heißt, wenn ich den am Anfang erstmal schön mit dem Parfümpilz bezirze, dann habe ich schon mal gute Karten. So. Ich möchte etwas ausprobieren. Wie weit kann ich den Zombie nach vorne locken? Jetzt brauche ich noch einen Sonnenlicht, bitte. Oh oh. Wird schon ziemlich knapp. Irgendwie. Wir gucken mal, ob er den noch nach hinten geschleudert bekommt. Aber eigentlich ist das Gute ja an der Urzeiterbsenkanone, dass sie den Zombie eben nach hinten schleudert. Und deswegen, er hat jetzt einmal kurz dran geknabbert. Aber im Prinzip hat es funktioniert, dass ich den Zombie noch töten konnte. Okay, hier ist jetzt der Pterodactyl und ich bezirze ihn. Damit der mir hilft. Und jetzt kommt hier noch so einer. Okay, wir brauchen mehr Sonnenlicht. Das reicht noch nicht jetzt, oder? Mit dem hier unten machen wir das mal so. Kannst du jetzt den mal... Warum hat das jetzt nicht geklappt? Manchmal verstehe ich das nicht. Okay. Probieren wir das gerade nochmal. Dann anders. Eigentlich lief es ja jetzt ganz gut am Anfang. Ja, ja. Ich möchte aber nicht gerne, dass die Zombies meine Pflanzen auffressen. Also, das hat eben gut funktioniert, dass ich 3 Sonnenblumen pflanzen konnte. Und ich spule lieber mal nicht vor, denn ich glaube, dass die Zeit... Ich weiß nicht, ob das dann so richtig gut funktioniert immer. Vorspulen. So. Und natürlich auch jetzt schon, wenn das nächste Mal Sonnenlicht kommt. Vielleicht machen wir das doch jetzt schon so. Ich
Aber jetzt habe ich eine Sonnenblume weniger. Ist eigentlich blöd. Dann hoffen wir mal, dass ich jetzt Sonnenlicht kriege, um den mit der Pylone kaputt zu machen. So. Oh, ich weiß nicht, ob das jetzt so gut war. Ich brauche nämlich jetzt 150 für den Parfümpilz. Aber da ist er schon. So, du bist verliebt. Das finde ich gut. Dann machen wir jetzt schon mal direkt hier den kurze Erbsenkanone hin. Und der da unten, der ist halt ein kleines Problem, aber... dann muss hier doch nochmal der hin. Ich könnte jetzt auch den Zombie, den Dino mit dem Parfümpilz nochmal... Da muss ich mal besser aufpassen. So, der hier mit dem... Ich weiß nicht, ob ich hier noch einen zweiten hinmachen kann. Aber bis jetzt ist es ganz gut. Nur wenn der Dino wieder kommt und den nach vorne tritt, ist das immer so ein Problem. Aber der ist nicht weit genug da. Okay, wir pflanzen doch mehr Sonnenblumen, damit ich mehr Sonnenlicht habe. Ich hoffe, der stirbt jetzt, bevor der da dran rumknabbert zu viel. Okay, hier kommt wieder ein Dino, den ich bezirzen muss. Denn der stört. Okay, und da unten mache ich das mal so. Ist jetzt halt ein bisschen blöd, weil dazwischen der... Dingens ist aber eigentlich, glaube ich, reicht es, wenn wir nur die Urzeiterbsenkanone benutzen. So, die sollten jetzt alle kaputt gehauen werden. Das ist wunderschön. Er muss da zwar öfter draufhauen, damit das klappt. Und ich pflanze jetzt extra mehr Sonnenblumen, damit ich mehr von diesen Dingern pflanzen kann. Eine Urzeiterbsenkanone, denn brauchen wir hier eigentlich häufig. So, ich habe noch 4 Pflanzen übrig, die gefressen werden können. Aber es kommen ja auch noch Gargantua, und zwar da. Deswegen bezirzen wir den jetzt mal. Dann kann der den Gargantua schön für mich kaputt hauen. Ah, ich hätte warten müssen, bis der weiter hinten ist. Die hier gehen mir ein bisschen auf den Keks. Machen wir das mal so. Ja, ich glaube, der Gargantua kommt gar nicht bis da vorne zu dem Dino. Aber egal. Hauptsache, er stirbt. So. Ich glaube, das sieht doch ganz gut aus, oder? Was meint ihr? Ich würde den jetzt gerne auspflanzen, aber ich habe auch noch 3 Spezialdünger. So, hier unten kommt noch ein Dino, dann machen wir den auch nochmal gerade so. Der ist die letzte Welle, da kommt nämlich der Gargantua. Und dann kann der... Jetzt hätte ich fast den Rasenmäher ausgewählt. Aktiviert, meine ich. Ich kann jetzt zum Spaß hier auch noch so eine Melone reinsetzen. Oh. Wir machen das mal so. Das bringt irgendwie gar nicht so viel. Wie ist das denn, wenn ich hier die Wintermelone einmal abfeuere auf alle? Und dann wirft der jetzt auch seinen kleinen Minion. Aber jetzt kaputt ist. So, und den Gargantua, den kriegen wir jetzt hoffentlich auch noch kaputt. Ja, also, ne, wie man sieht, eigentlich war es jetzt gar nicht so kompliziert. Eine Pflanze darf noch gefressen werden. Ja, dazu kommt es nicht mehr, denn der Gargantua ist schön. Das hat doch gut funktioniert. Ich weiß nicht, warum ich letztes Mal so versagt habe, also gestern. ich habe mir irgendwie zu viele Gedanken darüber gemacht, dass ich nicht den Parfümpilz benutze. Oh, Zombies tiefkühlen. Ah, okay. Wenn ich
diese Kumpels benutze, dass ich ja dann Pflanzen verliere. Aber im Prinzip war das jetzt doch super eigentlich. Und so viele Dinos kamen jetzt auch gar nicht, dass das zum Problem werden könnte. Gut. Dann kommen wir jetzt endlich zum nächsten Level. Juhu! Okay. Irgendwas Neues? Erstaunliches? Super Tolles? Nee. Okay, wir kriegen nur den Raptor und den Stegosaurus. Kein Pterodactyl. Und Zombies sind wieder klar. Okay, das heißt, ich kann im Prinzip... Jetzt darf ich ja wieder Pflanzen verlieren, was schön ist. So, nehmen wir mal hier. Wir nehmen natürlich den Parfümpilz auch wieder mit. Der ist aber immer trotzdem super. Ich kann es aber mit einem Magneten versuchen. Ich würde gerne noch den und für den ersten Zombie den und dann geht's los. So. Okay. Also es kann sein, dass wir im Jurassischen Moor ein bisschen länger festsitzen als in den anderen Welten. Einfach weil es jetzt schon ein bisschen schwieriger wird, das Ganze. Na super, der kommt direkt mit mit Dino. Okay, dann warten wir mal, wo der den hinschleudert. Natürlich jetzt ungünstig. Wenn ich, außer der geht zu weit direkt, dann wird gar nicht mehr in den Schwanz aufgenommen. Okay. Das ist gut. Kann er doch noch in meine Minen laufen. Und den ist jetzt die Frage, ob ich den direkt bezirzen soll. Die ganzen kleinen Minions. Ach komm, machen wir das mal. Das war leider zu spät. Ob das jetzt noch was wird, ich hätte vielleicht besser... Wäre schön, wenn sie noch rauskäme. Nein, okay. Dann muss ich jetzt leider viel Sonnenlicht ausgeben. So. Hey, die Urzeiterbsenkanone ist schon gut für diese Welt. Deswegen ist sie ja auch hier eingeführt. Jetzt kommt schon die erste große Welle. Das ist natürlich noch nicht so cool. Ich habe noch nicht so viel Verteidigung überall. Der Micharaptor. Ist der jetzt neu? Dann machen wir das mal so. Oh, okay, der hat den... Naja, gut. Kriegen wir hin. Hier, zurück mit dir. Und mal zur Sicherheit hier noch so eine... Denn, jetzt kommt auch noch so ein Raptor. Bin ich nicht so nett. Oh, und da oben ist auch noch so ein... Okay. Jetzt setzen wir immer mal hier die. Die sind ganz nett, wenn die die Zombies für mich kaputt hauen. Oh, der ist ja drüber gekommen. Ah, super. Na, ob das hier noch was gibt? Ach komm, wir machen das mal so. Okay, ach du Jemine. Ich bräuchte noch mal... Hier. Okay, ansonsten läuft es aber doch eigentlich ganz gut. Ich habe jetzt keine Probleme so wirklich. Sind das schon die letzten Zombies? Kann ich hier einfach so machen? Naja, das war ja jetzt ein Kinderspiel. Im Vergleich zu dem Level davor. Gut, in vier Leveln gibt es die Uhrzeit Sonnenblume. Das ist schön. Aber ich denke, ich gehe jetzt mal zurück zur Karte. Beziehungsweise ich muss mal gucken im Zen-Garten. Wir hatten ja gestern, genau, der ist jetzt bereit, Triplinator. Okay, aber ansonsten gibt es hier nichts Spektakuläres. Denkt dran, an der Community-Challenge teilzunehmen, ja, viele Aufträge vom Reiseklotz, ja, zu erfüllen.
damit wir schöne Belohnungen freigeschaltet bekommen. Aber das war's erstmal für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht es gut. Tschüss.